Mitten in der Nacht, du wirst zu einem internistischen Notfall gerufen in einem ja, ganz gut besiedelten Wohngebiet und rückst aus. Dadurch, dass der Abend vorher schon so ein bisschen schlecht war, bist du natürlich todmüde. So, du fährst dann dahin, hältst an der Straße, dann ist da so ein Zwischengehweg, ne? so ein Stück Rasen. So, wir gehen dann darüber, gehen dann zu dem Haus, ne? Mehrfamilienhaus, klingeln, Tür geht auf, hoch. Zweiten Stock. So, und dann gehen wir rein in die Wohnung. So, guten Tag, hier ist der Rettungsdienst. Was denn hier los? Naja, gut. Der Mann von dieser Patientin, der erzählte uns dann, ja, sie hat dies und das und das und das und das. Wir hörten dann schon zu. Und wir merkten dann schon, boah, das stinkt hier aber ganz schön, ne? So irgendwie, ne? So nach Kacke und so. Und guckten uns schon so um, ob da irgendwie ein Pflegenotfall oder sowas vorliegt, ne? Nö. Also es war eigentlich ganz in Ordnung da alles, ne? So, gehen dann bis ins Schlafzimmer. So, und der Geruch, der war die ganze Zeit da, ne? So in der ganzen Wohnung. Und mittlerweile in der ganzen Wohnung. Naja, auf jeden Fall gehen wir ins Schlafzimmer, die Frau liegt da im Bett und ja, und ich habe dies und das und mir geht das so schlecht und so. So, und irgendwann fragte dann mein Kollege und sagt, sagen Sie mal, haben Sie auch irgendwie in die Hose gemacht oder irgendwas? Nee, aber ich riech das auch, sagt sie, aber habe ich wirklich nicht. Und dann sagt der Kollege, ganz ehrlich nicht, ne? Nicht, dass das irgendwie auch ein Krampf geschehen war, wo Sie dann Wasser gelassen haben, Stuhlabgang gehabt haben und so. Nein, habe ich wirklich nicht. Ja, was ist passiert? Ende vom Lied. Die hatten einen sehr schönen weißen Flurteppich im Flur und ich bin mit meinen Einsatzstiefeln auf diesem Grünstreifen vor dem Haus in einen riesigen Haufen Hundekacke gelatscht. Hab das natürlich nicht gemerkt, lauf in die Bude rein, hab zwar auf der Fußmatte da, wie man das so macht, einmal kurz die Füße so abgewischt, habe dann aber durch diese gesamte Wohnung die Scheiße verteilt, die Hundekacke. Deswegen hat das da auch so gestunken. Natürlich, weil es in den Wintermonaten war, war die Heizung auf 5, alle Fenster waren zu. Dann hat sich der Geruch natürlich so super verteilt. Ich habe mich 100.000 Mal bei den Patienten entschuldigt und die dann, oh, ist gar nicht so schlimm, das kriegen wir schon hin, das machen wir wieder weg. Ich habe mich wirklich so oft entschuldigt da. Aber eins könnt ihr mir glauben, das war mir sowas von unangenehm.